Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. So, nächste Was? Mission, nächste Folge. Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. So. Wow, da! Fireflies! Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich musste das einfach tun. Ich hab die nicht mal gesehen vorhin. Ich geh da mal hoch und seh mich um. Ja, hier drüben geht's auch. Wie wär's damit? Ich muss es ja hier rüber machen. Hier war das Gebäude. Na also. Das passt natürlich perfekt. Du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Bleib zurück! Hier durch. Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen.
Kreisliga. Klingt das wie Pfeife? Dadurch. Wo jetzt hin? Ich geh noch mal hier rein. Okay, es muss hier irgendeinen anderen Weg geben. Vielleicht hier? Nee. Ja, was mache ich jetzt? Okay, vielleicht mache ich hier kurz einen Cut, bis ich den Ausweg gefunden habe. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch! Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Komm jetzt. Gut. Okay, ich hab's gefunden. Stell den Fuß drauf. Mach's nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Mal sehen. Okay. Tada. Dankeschön. Gut gemacht. Danke. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meint, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto.
Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde gerne spielen. Videospielen. So viel Zeugs. Sieh dir das an! Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Ja.
Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Okay, das heißt, ich muss ja fast hier hin. Oh, Mann! Oh, krass! Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Vermutlich schon. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. So. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Und hier ist auch schon hey. Sieh mal an. Pfeil und Bogen und Alkohol. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. So tja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Du dürftest rein. Komm hoch. Okay. Mist. Springen. So, dann hier mit hier hin. Dann nehmen wir das hoch. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Du den Draht? Wir rühren nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Oh Mist, so ein Scheiß. Hast du das? Ja. Willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Ah!
mich zu Tode erschreckt. Ich mich auch. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Rachel. Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. Okay. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Okay, zurück, zurück. So kann man es auch machen. Mein Gott. Okay, pass gut auf. Bleib in meiner Nähe. Ich hab dich. Verdammt, Bill! Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen! Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Komm, mach mal. Schneid das Seil durch, so komme ich runter. Bin dabei. Joel! Scheiße, sie kommen. Joel! Kümmer dich ums Seil. Ich wusste genau, was ist jetzt passiert. Er lebt. Wie weit bist du? Ich mach so schnell wie ich. Bereit, Ellie. Halt durch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Verdammt nochmal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! In Ruhe, du blöde Scheißvieh! Hey, komm her! Schnell, sie kommen näher!
Beweg deinen Arsch und steh auf! Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher. Bill, sie kommen durch die Tür. Ehrlich, zurück, zurück. Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal. Was das? Ob das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann's nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch.